Hallo, mein Name ist Marita. Ich komme aus dem Kreis Warndorf, das liegt im schönen Münsterland. Und heute möchte ich die Joghurtbombe einmal vorführen. Eine wahre Bombe. Wir beginnen damit, zwei Becher Sahne zu schlagen mit zwei Päckchen Vanillezucker. Stoppe hier. Jetzt kümmern wir uns um den Joghurtanteil bei der Bombe. Und dazu nehmen wir wirklich 500 Gramm Naturjoghurt. Verrühren den mit ungefähr 120 Gramm Zucker. Der Zucker sollte sich schön aufgelöst haben, deshalb müssen wir wirklich einen Moment Geduld haben und es einfach gut durchrühren. So, nachdem das gut passiert ist, gebe ich die steif geschlagene Sahne hinein. Das Ganze verrühren wir wieder, sodass es eine schöne, tolle Masse gibt. So, die Sahne ist gut untergerührt. Und jetzt ist es wichtig, dass wir ein Sieb vorbereiten. Das Sieb wird gut mit dem Küchenkrepp ausgelegt. Jetzt fülle ich die Masse hinein. Genau. Ich ziehe das noch etwas passend, das Krepp, dass auch das ganze Sieb gut abgedeckt ist. Jetzt stellen wir die Masse über Nacht in den Kühlschrank. Und wenn wir jetzt ein paar Minuten warten, hören wir es schon tropfen, denn wir sehen es auch schon. Denn die Masse gibt die überschüssige Flüssigkeit durch das Sieb nach unten ab. Und in gut 12 Stunden haben wir oben eine ziemlich feste, die Joghurtbombe und unten die Flüssigkeit. Ich habe das gut vorbereitet. Wir schauen uns das hier mal an. So sieht das dann nach 12 Stunden aus. Und ich finde das immer erstaunlich, wie viel Flüssigkeit wirklich heraustropft. Die bitte nicht weggeben, die kann man toll noch mit frischen Früchten gemixt kombinieren und ist auch ein wahres Geschmackserlebnis. Jetzt gehen wir hin und stürzen die Joghurtbombe. Dazu vorsichtig den Krepppapier oder wenigstens außen umklappen, das saugt sich auch gerne voll. Wir sehen es, so schön umklappen. So, dann legen wir den Teller oben drauf und stürzen das Ganze. Das ist immer ein spannender Moment. Entfernen wieder vorsichtig das Krepppapier. Und das Krepppapier hat auch so eine schöne Maserung und die spiegelt sich jetzt genauso auf der Joghurtbombe wieder. So, die Joghurtbombe garniere ich ganz gerne mit frischen Früchten. Die Größe ist ungefähr für 8 Personen geeignet. Ich fand es am Anfang wenig, aber sie ist sehr gehaltvoll und von daher reicht die Menge tatsächlich für 8 Personen. So, das ist unsere Joghurtbombe. Ich wünsche guten Appetit!